So, hallo Leute, ich bin's wieder mal, euer Grand Warlord hier. Heute für euch mit einem neuen Video und heute möchte ich mit euch gemeinsam den Black Ops 3 Reveal Trailer analysieren. Ja, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich ist er dann schon gestern rausgekommen und zwar war da auch parallel dazu in Los Angeles ein COD-Event, auf dem Reporter auch wirklich viele Informationen über den neuen COD-Teil bekommen haben und deshalb glaube ich, eh werde ich zwei Videos machen, weil alles in ein Video zu bekommen, wird wahrscheinlich ein bisschen lang werden und ja, verschwenden wir nicht weiter Zeit. Worum ging es im Trailer? Man hat vorwiegend Einblicke in die Kampagne und in den Multiplayer-Modus bekommen. Für alle Zombie-Fans war es eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Man hat nämlich nur einen circa dreisekündigen Clip aus dem Zombie-Modus gesehen und das war eher so eine Cinematic. Das heißt, da gab es nicht wirklich was Ingame-Technisches zu sehen. Nichtsdestotrotz konnte man auch aus diesem dreisekündigen Clip ein paar Informationen bekommen, beziehungsweise ein paar Theorien über den nächsten Zombie-Modus anstellen. Starten wir jetzt direkt durch. Größtenteils haben wir Informationen aus dem Multiplayer und aus der Kampagne bekommen, und zwar über das neue Level-System. Ich habe ja im letzten Video schon erwähnt, dass es drei Wege gibt, sich zu leveln in Black Ops 3. Und zwar einmal ganz normalen Rang. Ich schätze mal, da kann man Waffen, Extras, dies und das freischalten. Dann einmal Waffen-EP bzw. Waffen leveln. Da schätze ich mal, kann man halt dann wieder Visiere, Tarnungen, dies und das freischalten. Und das dritte System ist komplett neu. Da haben sich die Entwickler von Black Ops 3, Treyarch von Destiny inspirieren lassen. Und zwar gibt es ein sogenanntes Charakter-Level-System. Und das funktioniert folgendermaßen: Wenn ihr eure Klasse erstellen wollt, müsst ihr einen der neuen Charaktere wählen. Jeder Charakter hat unterschiedliche Spezialitäten, zwei Spezialitäten an sich. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar gab es vier Charaktere, die sie jetzt schon veröffentlicht haben. Insgesamt sind es aber neun. Der erste Charakter, den ich euch vorstellen möchte, heißt Reaper. Und das Besondere an ihm ist, er kann seinen Arm in ein Mini-MG umwandeln. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das wirklich effektiv sein wird. Sehen werden wir es frühestens in der Beta, spätestens im Spiel oder vielleicht auch in einem Trailer, der noch kommen wird. Seine Fähigkeit ist Glitch, da kann er sich teleportieren. Es hört sich jetzt im ersten Moment overpowered an. Er kann sich aber nur dahin teleportieren, wo er vor ein paar Sekunden war. Ich denke aber trotzdem, dass es ziemlich effektiv sein wird, weil wenn man zum Beispiel mitten ins Kreuzfeuer gerät, sich da schnell wegteleportieren kann, einfach 3 Sekunden zurück, wo man vielleicht noch in Deckung war, kann, denke ich mal, doch das ein oder andere Leben retten. Zweiter Charakter heißt Seraph. Dieser Charakter verfügt über eine One-Hit-Revolver, kenne ich auch noch aus der Destiny-Beta. Das heißt, ihr bekommt einen Revolver und der müsst ihr einfach den Gegner irgendwo anschießen. Ja, ein bisschen so wie eine im Lauf, bloß dass die Gegner mehr Kugeln haben. Und dann müsst ihr einfach die Gegner einmal treffen und der fällt um. Spezielle Fähigkeit heißt Combat Focus. Das ist für eine kurze Zeit einfach Hardliner, damit man einfach die Abschussserien schneller bekommt. Dritter Charakter heißt Outrider und er hat eine Armbrust, ähnlich wie in Black Ops 2 gab es das auch schon, glaube ich, ja. Und ja, die schießt einfach, bleibt den Gegner stecken und explodiert dann. Zweite Fähigkeit heißt Vision Pulse, dadurch kann man Gegner markieren. Ja. Vierter und letzter Charakter, der vorgestellt worden ist, heißt Ruin. Seine Powerwaffe sind Gravity Spikes. Dadurch kann er einfach eine Schockwelle erzeugen, die Gegner im Umkreis tötet. Fähigkeit von ihm, spezielle Fähigkeit, heißt Overdrive. Und da bekommt er einfach für eine kurze Zeit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, beziehungsweise habt einfach für eine kurze Zeit Speed. Kennt man auch aus Advanced Warfare. Da kann ich mich erinnern, dass es auch noch eine Exo-Fähigkeit gab, beziehungsweise gibt, die den gleichen Effekt hat. Ja, so viel mal dazu. Jetzt will ich noch ein paar kleine Dinge ansprechen, die im Trailer auch schon aufgefallen sind. Übrigens, wer den Trailer komplett sehen möchte oder noch nicht gesehen hat, Link ist in der Beschreibung. Und zwar kann man eine Art Killerfliegen sehen, beziehungsweise Elektrofliegen. Und ich schätze mal, dass es sehr stark eine Abschussserie sein wird. Und zwar seht ihr es auch im Hintergrund. Und zwar aus der Hand kann man dann kommen dann wie so Elektrofliegen, die die Gegner dann töten können. Sieht auf jeden Fall mal ziemlich interessant aus. Sowas gab es bis jetzt in den anderen COD-Teilen noch nicht, soweit ich weiß. Auch noch eine coole Fähigkeit, die man im Trailer gesehen hat, ist die Funktion, dass man eine Drohne, die vorbeifliegt, kontrollieren kann. Und das haben sie ja schon in dem anderen Trailer angekündigt, dass das Spiel, ich sag mal, revolutionär, wie ein guter Freund von mir sagen würde, ja, revolutionär in dem Sinne, dass die Technik einfach ein
ja, fast schon einen Höchststand erreicht hat. Da sind wirklich Dinge möglich, vor allem auch mit dem Anzug, den man da hat. Das ist nicht ein Exoskelett, dazu komme ich in einem anderen Video zu sprechen. Es wird ja wie so ein abgeschwächtes Exoskelett, komme ich aber in einem anderen Video zu sprechen. Und zwar fliegt eine Drohne vorbei und die kann man einfach, ja, kontrollieren, wenn man sie sozusagen mit dem Anzug, den man hat, ansteuert. Bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt, was es dann noch für Möglichkeiten geben wird. Ich bin mir sicher, das wird nicht die einzige sein. So viel mal dazu. Kommen wir jetzt zum letzten Teil und wahrscheinlich dem spannendsten, und zwar Zombies. Was konnten wir sehen? Wir konnten sehen, wie ein Zombie, gefolgt von seiner Herde, seiner Horde, eine Barriere aufreißt. Und an sich nichts Spektakuläres. Man kann aber auch erkennen, dass der Zombie gelbe Augen hat. Blau wäre Richtofen. Das heißt, Richtofen ist es schon mal weg. Wer bleibt noch übrig? Mac, wer bleibt noch übrig? Maxis, Dr. Maxis oder Samantha. Gelb lässt aber daraus schließen, dass Samantha die Zombies kontrolliert. Jetzt ist aber die Frage, sie haben gemeint, sie bringen eine komplett neue Story ins Spiel. Und vielleicht sind auch gelben Augen einfach nur so gewählt, weil sie vielleicht am besten ausschauen, obwohl ich eigentlich blaue Augen auch ziemlich schön finde. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall, das war jetzt meine Vermutung dazu, dass vielleicht Samantha bzw. die alte Geschichte doch nicht so ganz vergessen ist und vielleicht doch noch ein bisschen verbunden sein wird. Und zwar ein weiteres Indiz, das darauf hindeutet, ist die Kappe des Zombies. Und zwar, sie finde ich ja allgemein, die Zombies sind wirklich. Die haben jetzt mit der ganzen Technik noch nicht wirklich was, beziehungsweise eigentlich noch gar nichts zu tun. Man sieht irgendwie nicht Cyborg-Zombies oder sonstiges. Und solche Hüte wurden zum einen im Zweiten Weltkrieg getragen. Und er sieht auch schon ein bisschen so aus wie so ein Nazi-Zombie aus Black Ops 1. Und vor allem, was mir noch ein bisschen gewundert hat, beziehungsweise ja, kann ich jetzt die Information euch noch schnell geben. Und zwar, wenn man das Cover von Black Ops 3 anschaut und ein bisschen vergrößert, kann man sehen, dass es große Ähnlichkeit mit dem Cover von Black Ops 1 hatte. Da hat man auch einen Typen gesehen, der da hockt und zwei Pistolen in der Hand hält. Auf dem Black Ops 1 Cover stand auf den Pistolen Mustang und Sally drauf. Genau das gleiche ist auch bei Black Ops 3, da stand auch Mustang und Sally drauf. Und ja, jetzt ist hier die Frage, kann man das vielleicht irgendwie verbinden? Ich schätze schon, dass Mustang und Sally wieder geben wird. Und jetzt die Frage, kann man es auch mit der Geschichte, das heißt zeitlich verbinden? Ich bin im Moment der Meinung, dass das ganze Kampagne und Multiplayer in der Zukunft spielt, aber der Zombie-Modus immer noch um den Zweiten Weltkrieg rum. Das finde ich ist eigentlich die ideale Zeitspanne für einen Zombie-Modus. Zweiter Weltkrieg rum ist schon ein bisschen mysteriös. Und wenn es so wäre, ich würde auf jeden Fall nichts dagegen haben, ich würde es auf jeden Fall befürworten. Ja, mehr bleibt uns im Moment nicht übrig. Ich mache auf jeden Fall noch ein zweites Video und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen, Gedanken zum Zombie-Modus habt, lasst es uns wissen. Ich meine, wir sind ja wie so eine kleine Community, die da gemeinsam, sage ich mal, drüber diskutieren, ein bisschen drüber unterhalten und ja, wäre nett, wenn ein paar Kommentare kommen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wäre auch nett, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt. Ich freue mich über jeden Daumen, über ein Abo ebenso und ja. Das war's auch dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis bald, euer Grand Warlord.